Hallo und herzlich willkommen. Mein Name Willkommen. ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien mit dem Ziel von steigenden Gewinnen und Dividenden zu profitieren. In diesem Video geht es um Facebook. Facebook, Quo Vadis, wohin wird der Weg führen? Wir wissen es nicht genau. Wir haben keine Glaskugel, aber es gibt Argumente pro und contra und da möchte ich mal ein bisschen was dazu sagen. Gestern gab es Quartalszahlen, die habe ich mir angeschaut. Ich habe mir dann auch den Conference Call gelesen, das Transkript, und habe dann ein paar Sachen rausgeschrieben und meine wichtigsten Beobachtungen, die soll es jetzt zum Besten geben. Vorher ein kurzer Risikohinweis. Wer es noch nicht weiß, Aktien können nicht nur steigen, die können auch fallen. Und ich gebe nur meine subjektive Meinung zum Besten, die kann fehlerhaft sein. Insofern auch keine Anlageberatung und alles ohne Gewähr und für Verluste stehe ich nicht gerade. Also immer selber den Kopf einschalten und gucken, was am besten ist. Facebook, hier haben wir schon den Chart von TradingView. Das sind jetzt die letzten 6 Monate. Die Aktie ging ja hoch bis knapp 217 US-Dollar. Und dann ist was passiert? Dann gab es die Quartalszahlen. Die Quartalszahlen, die haben für einen kleinen Schock geführt, zu einem kleinen Schock geführt, aufgrund der zurückgenommenen Aussichten, insbesondere wegen voraussichtlich sinkender Margen, wegen geplant sinkender Margen. Und ich hatte dazu auch einen Beitrag verfasst auf meiner Internetseite, auf dem Blog, mit dem etwas Clickbait-mäßigen Titel, jetzt, Titel, Entschuldigung, Facebook-Aktie jetzt bloß nicht kaufen. Alle anderen haben mehr oder weniger, soweit ich es mitgekriegt habe, lesen konnte, gesagt, jetzt kann man gut zuschlagen, jetzt kann man Schnäppchen machen. Ich habe gesagt, es ist nicht so. Fazit, keine rasche Kurserholungen und Schnäppchenjäger Hände weg. Habe es auch begründet. Und davon ausgehend habe ich dann auch geschrieben gehabt, dass es wohl keine rasche Kurserholung geben wird. Und habe dann nochmal 2 Tage später, am 28.07., nochmal ein kurzes Update hinterhergeschoben, dass ja Facebook eine Wachstumsaktie bleibt, dass die Gewinne ja voraussichtlich schon steigen werden. Und wir aber wahrscheinlich hier erstmal eine Seitwärtsbewegung haben werden, falls keine Börsenschwäche eintritt. Und falls eine Börsenschwäche eintritt, beziehungsweise falls Facebook in den nächsten dann Wochen, Monaten aus der Seitwärtsbewegung ausbricht, dann eher nach unten im Zuge einer allgemeinen Börsenschwäche. Und so ist es ja dann auch gekommen. Den Artikel kann ich ja dann nochmal verlinken, kann man dann selber nachlesen. Jetzt gab es aber die Quartalszahlen. Hier sehen wir dann übrigens, hier habe ich einen Artikel geschrieben, dann ging es kurz hoch und seitdem dann auch die allgemeine Börsenschwäche. Nochmal ein kleiner Skandal mit dem Datenhack. Jedenfalls ging es dann nach unten, also gut beraten, wer die Aktie nicht gekauft hatte dann. Ich habe sie übrigens eingesammelt, Stückchen für Stückchen, und mein Durchschnittspreis liegt irgendwo hier bei 160, zwischen 156 und 160 US-Dollar. War dann auch nochmal ein bisschen überrascht, dass es so weit runter ging, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt aber mal zum Eigentlichen. Das heißt, Facebook hat ja jetzt die Quartalszahlen veröffentlicht und die sind auch im nachbörslichen Handel gut aufgenommen worden. Das heißt, zuerst sind die Aktien mal ganz kurz für ein paar Minuten um bis zu 5% eingebrochen, danach dann die Erholung. Da war am Anfang natürlich noch keine Zeit, wirklich die Daten zu lesen. Da musste man die schnell handeln, einige Leute wenigstens, und haben die dann die Aktie erstmal nach unten geschickt. Kann man sich zum Beispiel auf Yahoo Finance live angucken, wenn man noch um 22 Uhr Lust hat, sowas zu tun. Heute bei Apple ist immer wieder gut für Unterhaltung, der nachbörsliche Handel. So, jetzt aber. Wir wissen wahrscheinlich, wie Facebook sein Geld verdient. Fast ausschließlich über Werbeanzeigen. Und die Werbeanzeigen, hier habe ich mal einen Screenshot gemacht. Die sind im sogenannten, beziehungsweise die werden im sogenannten Newsfeed eingeblendet. Wer kein Facebook-Benutzer ist, der sich was darunter vorstellen kann, das sieht eben so aus hier. Ist in der Mitte quasi dieser Newsfeed drinne und da kommen dann alle möglichen Posts und ein paar Posts davon, die sind eben bezahlt und es ist dann sozusagen die Werbung und somit verdient Facebook sein Geld. Also im Prinzip relativ einfach. Jetzt haben wir das Problem, dass das Nutzerwachstum abnimmt bei Facebook und auch das Umsatzwachstum abnimmt.
Und wie das ist, das möchte ich gerne mal zeigen an der neuesten Zahlen. Wir haben hier die Daily Active Users und wir haben hier das pro Quartal. Das heißt, das sind die Benutzer weltweit bezüglich Facebook. Das ist die blaue Linie, da sieht man, wie es steigt. Das sind Milliarden, also hier war es ein bisschen mehr als eine Milliarde und man sieht, dass es halt steigt. Jetzt sind es ungefähr 1,5 Milliarden. Aber interessanter ist das Wachstum der täglich angemeldeten Benutzer auf der Facebook-Plattform. Man sieht nämlich, dass es tendenziell nach unten geht. Jetzt liegt es bei ungefähr, muss ich nur mal gucken, 2, wie viel waren es? 2,6 oder 2,7% Wachstum bezogen auf das letzte Quartal. Das ist Quartal zu Quartalswachstum hier. Das ist also, hier sieht man also wie das Wachstum der Daily Active Users. Dann gehen wir mal noch kurz weiter, damit wir einen guten Eindruck kriegen. Hier ganz interessant finde ich das Umsatzwachstum. Da kommt es ja dann drauf an. Und wir sehen hier so saisonal getriebenes Auf und Ab. Und zwar, immer wenn der höchste Punkt erreicht wird, jeweils auch hier auf Quartalsbasis, dann haben wir Weihnachten bzw. das vierte Quartal. Und das sind dann immer die Höhepunkte. Wir sehen, dass das zweite Quartal auch recht stark ist. Und wir sehen das mit Abstand schwächste Quartal bezüglich des Umsatzwachstums auf das Vorquartal ist natürlich das erste Quartal, weil das muss ich mit dem Weihnachtsquartal messen. Und da gibt es dann natürlich dann negativen, und nicht natürlich, aber da gibt es dann negatives Umsatzwachstum in Bezug aufs Vorquartal. Jetzt sind wir gerade hier. Das heißt, hier war das erste Quartal 2018. Dann hatten wir, ging es wieder hoch und jetzt geht es eben wieder runter. Wir haben hier weiterhin Wachstum, aber wir sehen, dass das Wachstum hier doch relativ schwach ist, das Umsatzwachstum für ein zweites, Entschuldigung, für ein drittes Quartal. Also hier, dritten Quartale sind meist schon an sich ein bisschen schwächer saisonal, aber sie waren doch bisher immer deutlich stärker gewesen hier als hier aktuell. Und dann als letztes nochmal andere Grafik hier nochmal kurz, was die Margen angeht. Da werden wir dann auch nochmal gleich drauf kommen. Die operativen Margen, das ist das, was die Facebook-Aktie nach unten geschickt hat. Der schlechte Ausblick, der zurückgenommene Ausblick bezüglich der Margen. Facebook hat sich nämlich in den letzten Jahren hier, ab 2015, haben sie steigende Margen gehabt. Sehr stark steigende Margen. Die gingen tief in die 50% plus rein, also 57% ungefähr. Operative Marge ist natürlich der Wahnsinn. Vor allem, wenn man guckt, von wo man da gekommen ist, von unter 30%. Und das ist auch das, was ich immer sage, bezüglich operative Marge. Am liebsten habe ich stabile Margen über viele Jahre. Die sind zuverlässig und dann noch kombiniert mit Umsatzwachstum. Dann ist es ein relativ stabiles, vorhersehbares, sicheres Wachstum. Wenn wir solche Margen haben hier waren die Margen übrigens negativ, das habe ich quasi geglättet. Wenn man solche operative Margen hat, da kann natürlich vieles passieren bezüglich des Gewinns. Jedenfalls haben wir hier die Margen und hier ist der aktuelle Stand. Momentan ist die Marge bei 42% und es ist geplant, dass sie weiter sinkt von Facebook. Und wir kommen jetzt auch gleich dann drauf, warum. Das ist jetzt erstmal so der Überblick von dem Ganzen, damit wir ungefähr mal so eine Vorstellung haben. Wir sehen übrigens auch, dass wenn wir dann irgendwann von 35% Marge reden, dann ist das kein Horror, nichts noch nie dagewesen ist, mit dem jetzt Facebook sich irgendwie abfinden müsste. Wir sehen, dass wir da ja schon deutlich drunter waren und dass wir nur in einigen Jahren wirklich so drüber gelegen haben, über diesen 35%. Und ob es wirklich nur 35% werden, sei mal dahingestellt. Es gibt nämlich nicht ganz von der Hand zu weisen, den Verdacht, jedenfalls meines Falls, dass man hier absichtlich tief stapelt, auch um die Politik ein bisschen zu beruhigen und den Wind aus den Segeln zu nehmen. Nach dem Motto, wir tun so wahnsinnig viel, lassen uns das wirklich viel kosten, aber jetzt lasst uns bitte unsere Arbeit tun und reglementiert uns nicht noch weiter. So, jetzt aber erstmal ein bisschen weiter an Fakten, beziehungsweise Facebook, wohin wird es gehen? Wohin geht die Reise? Da möchte ich jetzt mal die Herausforderungen kurz besprechen, mit denen Facebook zu tun hat. Das eine, das sind ja die Datenlecks, das haben wir ja gesehen mit dem Cambridge Analytica-Skandal zum einen und zum anderen
haben wir richtige Hacks, also wo es quasi, sage ich jetzt mal, krimineller Energie im Spiel ist. Das war ja bei Cambridge Analytica so nicht unbedingt der Fall. Und da muss Facebook einiges tun, um eben seine Daten zu schützen. Das ist die eine große Baustelle, die Facebook hat und die auch zu den Mehrausgaben führt. Und die andere Großbaustelle, das ist quasi der Content selbst, der Inhalt, vor allem in Bezug auf oder Stichwort Fake News, politische Propaganda, Einflussnahme auf Wahlen. Auch da muss Facebook und ist schon dabei, nachrüsten und muss eben diese Fake News aus dem Verkehr ziehen. Das sind so die zwei großen Baustellen. Beide Baustellen verursachen Druck, vor allem politischen Druck. Und um jetzt eben dem nachzukommen, stellt Facebook viele neue Mitarbeiter ein und hat dann extrem viele Mehrkosten und das senkt eben die Marge. Wir haben im Vergleich zu dem Vorjahr, zu den 4 Quartalen vorher, 53% an Mehrkosten und Facebook hat 45% mehr Mitarbeiter als in den 4 Vorquartalen. Aber, und da kommen wir nochmal zu dem Verdacht, dass Facebook möglicherweise absichtlich hochstapelt. Es wurde jetzt schon im Conference Call dann gesagt, dass die Mehrausgaben niedriger sind als erwartet für das laufende Geschäftsjahr. Man hat 15 Milliarden US-Dollar veranschlagt und es werden wahrscheinlich in Anführungszeichen nur 14 bis 14,5 Milliarden US-Dollar. Also hier schon ein bisschen weniger. Und was auch sehr interessant ist, gab es dann auch bei der Fragerunde mit der Presse im Conference Call. Mark Zuckerberg hat gesagt, dass er die wachsenden Ausgaben für die IT-Sicherheit dann irgendwo gedeckelt sieht beim Ende 2019, beziehungsweise dass da das Gröbste an den Mehrausgaben dann gedeckt sei. Das ist die eine Geschichte, die Facebooks Geschicke lenken wird, die höheren Anforderungen an Sicherheit und Inhalte verbunden mit Mehrausgaben. Die andere Seite, und die ist mindestens ebenso wichtig, wahrscheinlich noch wichtiger, das ist die Suche nach neuen Geschäftsmodellen. Momentan, habe ich ja schon kurz gezeigt, ist dieser Newsfeed, also das hier Werbung einblenden und dann auch ein bisschen auf Instagram, das, wo das ganze Geld herkommt von Facebook. Und Facebook ist dabei, neue Wege zu finden, zu suchen und zu entwickeln natürlich, um neue Umsätze zu generieren. Und ja, muss man vorsichtig sein, weil die sich teilweise kannibalisieren können. Das heißt, es kann dann sein, dass hier mit weniger Geld verdient wird. Und es wird zu einem gewissen Grad auch dazu führen, das wurde auch von Facebook-Management selbst bestätigt. Jetzt kurz in Stichworten oder in Stichpunkten abgehandelt. Was sind so die Sachen, die bei Facebook jetzt auf die Facebook setzt? Da wäre zum einen sogenannte Stories, das gibt es schon. Das heißt, wenn man hier was postet, dann kann man im Prinzip sagen, ob das ein klassischer Post werden soll oder ob es eine sogenannte Story werden soll. Bei der Story, die unterscheidet sich insofern, als dass nach 24 Stunden dann der Post quasi wieder gelöscht wird. Google hat eben gemerkt, dass nicht jeder darauf steht, dass wenn man was postet, dass es quasi alle Ewigkeiten dann abrufbar ist. Es sind also diese Stories, die tragen noch nicht zu Werbeeinnahmen bei, haben relativ hohes Kannibalisierungspotenzial, denn ich kann dann hier entweder oder machen, das heißt, entweder veröffentliche ich mein Geschriebenes, die Fotos und so weiter als Post oder als Story. Und wenn ich es als Story mache momentan, dann gibt es noch keine Ads, meines Wissens. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist eine Art eBay, das ist der Marketplace, den gibt es schon, den kann man hierbei entdecken, kann man da runtergehen, mir anzeigen, dann sieht man den Marketplace. Da werden dann natürlich auch Anzeigen geschaltet, das läuft schon. Trägt aber noch nicht wesentlich, nicht nennenswert zu Umsätzen bei. Es soll eine Dating-Plattform kommen, hier wahrscheinlich in Facebook integriert. Die gibt es noch nicht. Es gibt bereits aber ein Shop-Portal. Da kann man dann natürlich auch Anzeigen machen, wird was kosten, trägt aber auch noch nicht wesentlich zum Umsatz bei. Dann gibt es noch im Sinne von YouTube Facebook Watch.
Da möchte man dann ebenfalls natürlich Anzeigen schalten können. Auch das hat hohes Kannibalisierungspotenzial, weil wenn die Benutzer natürlich Videos gucken, dann werden sie wahrscheinlich weniger hier interaktiv sein. Facebook macht ja die ganze Zeit immer gewisse Versuche durch und guckt ja, dass es sich möglichst wenig beißt. Wie gut die das dann hinbekommen, wird man sehen. Dieses Facebook Watch, ich glaube, es gibt es noch nicht in Deutschland, ich habe es vorhin mal kurz gesucht, das wird aber die nächsten Monate dann kommen und dann wird ein großer Aufholprozess dann laufen, große Aufholjagd gegenüber YouTube, der ja absoluter Platzhirsch ist. Dann gibt es noch Augmented Reality, Stichwort Oculus, das kann man auch schon hier sehen. Das sind alles so Dinge, die sind in der Pipeline und die tragen aber entweder noch überhaupt nicht oder nicht nennenswert zum Umsatz bei. Einige Dinge wie eben diese Dating-Plattform, die gibt es noch gar nicht. Das heißt, da ist erstmal aus meiner Sicht sehr, sehr wenig zu erwarten. Das heißt, momentan wird es weiterhin daraus hinauslaufen, dass dieser Newsfeed und noch ein bisschen auf Instagram was machen soll. Wir haben noch Messaging, das ist unter anderem auch WhatsApp, auch da soll Werbung geschaltet werden, aber auch da läuft momentan noch wenig. Das ist aber jetzt nicht besorgniserregend, dass da momentan noch wenig läuft, weil das ist so der Gang der Dinge. Was Facebook zuerst macht, und das ist auch gut so, die entwickeln und testen erst die neuen Geschäftsfelder an sich auf ihre Funktionsfähigkeit und auf ihre Akzeptanz beim Benutzer. Und danach, wenn das funktioniert, kommt die Monetarisierung erst in dem zweiten Schritt. Und dieser zweite Schritt, da sind wir entweder noch nicht oder da ist Facebook erst ganz, ganz am Anfang. Und insofern wird jetzt erstmal noch dieser Newsfeed tragen müssen. Und dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns noch kurz die Bewertung an. Das heißt, da gehen wir mal in Aktienfinder rein. Facebook hat es ja ordentlich zerlegt in den letzten Tagen. Das sieht man auch hier hinten. Bei den Kursgewinnen auf unterschiedliche Zeitebenen. Ein Jahr 19% im Minus. Und wenn wir da TradingView angucken, von genau 220 dem Hoch, dann wäre das doch deutlich mehr. Was jetzt interessant ist, meines Erachtens, das ist vielleicht noch hier, die Bewertung aktuell von Facebook. Und da sollte man dann den operativen Cashflow heranziehen. Und wenn man das tut, da gehe ich dann mal auf die Schätzung des Jahres 2018, des laufenden Geschäftsjahres also. Und da wäre dann Facebook basierend auf der historischen Bewertung stark unterbewertet schon beim Kurs von 146 US-Dollar. Hätten wir dann aber einen Fernwert von 182 US-Dollar. Das sind ungefähr, habe ich ausgerechnet, 25% Unterbewertung. Wenn dann der operative Cashflow, beziehungsweise wenn dann die Analysten richtig liegen sollten und der Cashflow dann entsprechend wächst, dann wächst auch der faire Wert und dann entsprechend wird die Unterbewertung dann noch höher. Das sieht man dann hier. Fairen Wert dann von auf 208 US-Dollar und dann im Jahr drauf 220, 236, 235 US-Dollar. Und da schon berücksichtigt hier die sinkenden Margen, wie man das hier sehen kann. Was auch noch interessant ist, das möchte ich mal kurz zeigen. Das ist der wahnsinnige Berg an Cash, auf dem Facebook sitzt. Jetzt habe ich die Sachen hier nicht eingeblendet, das machen wir mal. Wir haben hier die Schulden, ja, die haben 11 Milliarden Schulden und jetzt gucken wir mal, wie viel Cash die haben. Allein Cash haben die 42,3 Milliarden, das heißt, die könnten ihre Schulden aus der Portokasse tilgen und nicht nur das, dass ihre Bilanz so stark ist, sondern die kriegen immer mehr Geld. Wenn man das hier jetzt die Tilgungskraft sich anschaut, das ist also der Free Cashflow in diesem Fall, weil Facebook ja keine Dividende ausschüttet. Zoomen wir mal ein bisschen rein, um die ganze Pracht hier zu erkennen. Dann sehen wir, dass die in einem Jahr deutlich mehr Free Cashflow haben, also Schulden haben. Also in diesem Fall ihre 11 Milliarden Schulden könnten die locker innerhalb weniger als 8, 9, ist irgendwo zwischen 8 und 9 Monaten bräuchten die, um ihre kompletten Schulden zu tilgen. Und dann hätten sie immer noch auf dem Konto 42 Milliarden. So, das war dann mal der Abriss zu Facebook, zu den Punkten, die mir wichtig erscheinen. Ich bin long, das ist aber keine Einladung, dass sie auch long gehen sollen.
einfach selbst dich Gedanken machen. Ich hoffe, das, was ich gesagt habe, hilft dazu ein bisschen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.